Guten Tag und Weidmanns Heil. Das Videotagebuch geht wieder los. Anfang September, 3. September. Sie sind es schon gewohnt. Wir sind jetzt in Pommern in der Oberförsterei Cebellino. Ich freue mich sehr, dass es endlich losgeht. Die Brunft ist immer wieder was Besonderes. Und man fragt sich, geht es denn los so früh, Anfang September? Wie ist das Wetter? So viel. Das Wetter. Es ist optimal. Nachts kühlt es sich nämlich ab, tagsüber ist es schön warm, blauer Himmel, eigentlich die optimale Situation. Und wir haben 11 Grad heute Morgen gehabt mit Nebel auf den Wiesen. Herrlich. Das heißt auch, dass ich was filmen konnte. Ich begleite Jens wieder. Jens habe ich auch im letzten Jahr begleitet, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns für dieses Jahr wieder verabredet. Danke Jens an dieser Stelle, dass ich dich mit der Kamera verfolgen darf. So, schauen wir doch erstmal, was wir gestern Abend und heute Morgen gesehen haben. Wie in jedem Jahr beginnt Jacek die Jagd an einem langen Wiesental, welches inmitten eines großen Waldkomplexes liegt. Das Tier mit dem Kalb war unmittelbar vom Hochsitz im Schilf und hat uns mitbekommen. Die Sonne steht noch hoch und wir erfreuen uns über den Anblick eines jungen Seeadlers. Nun beschließen wir, den Platz zu wechseln und fahren auf die andere Seite von Cebellino. Dort wurde ein neuer Hochsitz aufgestellt, den man sehr gut geschützt angehen kann. Vor uns ist ein kleiner Fluss und dort sind die Fische sehr aktiv. Das Rotwild zieht erst nach Kameralicht auf die Fläche und melden erst im letzten Licht. Am nächsten Morgen liegt Nebel über den Wiesen. Vor uns ist Rotwild und auf einmal überraschen uns die Sauen, die von links anwechseln. Leider bekommen sie dann Wind von uns. Etwas weiter entfernt zieht weiteres Rotwild auf die Fläche. Dieser junge Hirsch ist wohl etwas übermütig. Naja, aber früh übt sich ja bekannterweise. Das Rotwild ist noch lange Zeit vor unserer Kanzel und wir erfreuen uns über den schönen Anblick. Das war doch ein schöner Ausgang, beziehungsweise zwei schöne Ausgänge mit gutem Anblick und dann die Sauen. Ja, die Blogger werden sich jetzt wieder auf die Schenkel klopfen, wenn ich sage, bei bestem Licht die Sauen. Aber es freut einen eigentlich. Sie waren ein bisschen überraschend da. Sie kamen dann auch in Wind. Trotzdem, schöne Abwechslung, wenn man das Rotwild gleichzeitig noch auf der Fläche hat. Die zweite Kamera, die führt Dennis Klose. Er begleitet mich, er schneidet die Filme, er hilft mir mit der Regie, unterstützt mich in jeglicher Hinsicht. Alles, was mit der Kamera zu tun hat, er ist der Fachmann. Ich freue mich sehr darauf. Und an dieser Stelle der Dennis Maas, den Sie ja schon seit Jahren kennen, der nicht dabei ist. Dieser Stelle ganz herzliche Grüße, alles Liebe, alles Gute. Und Dennis, wie gesagt, begleitet den Axel. Und schauen wir mal, Dennis, was war bei dir los? Hallo Jörg, vielen Dank, dass ich in diesem Jahr dabei sein darf und dich begleiten darf bei diesem wunderbaren Videotagebuch. Ich begleite aber nicht nur dich, sondern ich begleite den Axel die nächsten Tage. Wir waren auch schon gestern Abend und heute Morgen draußen und hatten einen wunderbaren Anblick. Aber schau doch mal selbst. Schauen wir mal, der erste Abend so sich zeigt. Nach kurzer, fünfminütiger Fahrt sind wir in unserem Revier angekommen und haben uns auf den Weg zu unserem Hochsitz gemacht.
Nachdem wir uns eingerichtet haben, ist uns bereits nach wenigen Minuten ein Rehbock auf die Fläche gezogen. Kurz darauf kreisten die Kraniche über das Feld. Axel versucht, den Hirsch zu rufen. Leider vergeblich, und so beschlossen wir, einen anderen Platz aufzusuchen. Allerdings mussten wir uns für heute geschlagen geben und freuten uns bereits auf den kommenden Morgen. Herrlicher Morgen. Hast du gut geschlafen? Dankeschön. Eine Stunde, war schon viel. Immer der Adrenalin. Heute stimmt die Temperatur mit 11 Grad. Wunderschön, trockene Kälte hier. Herrlich. Könnte was kommen. Könnte losgehen mit der Runde. Noch im Dunkeln wurden wir abgeholt. Das Wild steht schon auf der Fläche, aber für die Kamera reicht das Licht noch nicht. Weit entfernt meldet ein Hirsch. Als es dann heller wurde, begannen wir unsere Pirsch. Der erste rote Schritt morgen der Dämmerung. Er war weitaus älter wie der hier. Aber interessant zu sehen. Verbleiben noch einen Moment, dann schauen wir auf den nächsten Platz. Hier stehen ungefähr 18 Stück Kabelt. Ein Platz hier auf den Moment. Das war eine schöne Frühpirsch und der Plan für heute Abend ist schon geschmiedet. Heute Abend geht's wieder weiter. Schöne Aufnahme, Dennis. Und vor allen Dingen der Hirsch, das ist schon ein ordentlicher Hirsch, zu jung. Aber ihr hattet auch guten Anblick und besser kann man den Anfang gar nicht machen. Doch. Man könnte ja einen Hirsch erlegen. Und Sie kennen es, am ersten Tag liegt eigentlich, so in den letzten Jahren, in Cebellino immer ein Hirsch auf der Strecke. Und so ist es auch wieder gewesen. Schauen Sie mal. Herr Peter Weidmannsheil, ein braver Hirsch. Weidmannsdank. Alter Hirsch, ein Zehner mit einseitiger Gabel, was ganz Besonderes. Ja, ich freue mich riesig. Am ersten Abend hat es gleich geklappt. Das ist bei mir nicht immer so, aber wenn es gilt, dann schieße ich. Und in dem Fall hat mich mein guter Führer dorthin gebracht, wo der Hirsch gekommen ist. Ich habe ihn nur kurz gesehen, er hat ihn genauer angesprochen und ich habe mich aufs Schießen beschränkt. Und er hat mitgeholfen, also das war ein Gemeinschaftswerk und darüber freue ich mich ganz besonders. Braver Hirsch, oder? Karl-Peter, kräftiges Weidmannsheil, auch nochmal an dieser Stelle, auch wenn ich es dir schon 5-mal gesagt habe und auf die Schultern geklopft habe. Und auch dem Mirek der Spur. Ihr seid ein tolles Team, schon seit Jahren und du bist immer dabei. Freut mich sehr für dich und du hast noch nie den Anfang gemacht. Also wieder mal was Besonderes. Das Gewinnspiel, da warten Sie drauf. Sie orientieren sich über unser Gewinnspiel bitte auf unserer Internetseite www.jagdreise.de. Da finden Sie alle Informationen und ab morgen geht's auch los. Wir haben tolle Partner, wirklich, das wissen Sie. Und deshalb haben wir auch super Preise. Darauf gehen wir morgen ein, beziehungsweise wenn Sie neugierig sind, was ich verstehe, schauen Sie unbedingt auf unsere Seite, die Bedingungen und vor allen Dingen auch, da sehen Sie, was Sie gewinnen können. Und morgen wird der Experte, der schon seit Jahren dabei ist, Ihnen die Frage stellen, beziehungsweise dann auch jeden Tag weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schalten Sie bitte morgen wieder ein. Um 11 Uhr sind wir wieder da. Bis dahin, Weidmannsheil.